Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung Standort Berlin. Und wir haben ein besonderes Ereignis. Heute vor 75 Jahren verübte der Oberst Klaus von Stauffenberg in der Wolfschanze im Hauptquartier von Hitler, dem Führer, wie er genannt wurde, ein Attentat auf Hitler. Das Attentat ging schief, Hitler überlebte, aber Oberst von Stauffenberg wurde am Abend in Berlin erschossen, dort, wo heute eine Gedenkstätte ist, nämlich im heutigen Verteidigungsministerium im Bendlerblock. Und über diesen Attentäter Klaus von Stauffenberg ist viel geschrieben worden, aber die neueste Biografie ist, wie ich finde, die spannendste von allen, nämlich von Thomas Karloff, und der ist heute bei mir zu Gast. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung, Herr Brüning. Sie haben dieses Werk geschrieben und haben damit ziemlich viel Furore gemacht. Ich habe mal nur mal so, das sind immer ganze Seiten in den Zeitungen mitgebracht. 1, 2, 3, 4, 5. Alles immer seitenweise, nicht so kleine Schnipsel. Wie fühlt man sich denn, wenn man so attackiert wird und gelobt wird? Denn von vielen werden sie ja attackiert und sagen, sie schildern den Attentäter völlig anders, als man ihn bisher gekannt hat. Also wenn man viele Jahre an einem Buch arbeitet, freut man sich natürlich über die Resonanz. Und letztendlich schreibt man es ja dafür, dass man wahrgenommen wird. Ganz unabhängig von der Frage, wie viel dann verkauft werden, sind das ja alles vernünftige Leute, die sich damit auseinandersetzen. Und auch wenn sie anderer Meinung sind, haben sie das Buch ja gelesen. Und insofern ist schon der Hauptzweck, den ein Autor verfolgt, erreicht. Dass der Widerspruch so heftig ausfällt, das allerdings hätte ich nicht erwartet. Ich habe den Widerspruch eigentlich von einer ganz anderen Seite erwartet. Wer war denn dieser Klaus von Stauffenberg, dass Sie so mit ihm aneinander geraten oder mit denen, die ihn anders sehen wollen? Man muss unterscheiden zwischen dem, was historisch abgelaufen ist, zwischen 1933 und 1944, und dem, was nach 1945, nach dem Kriegsende, daraus gemacht wurde. Und das ist im Wesentlichen die Unterscheidung, die ich treffe, dass ich sage, eine Biografie dieses Menschen kann ich eigentlich nur aus den zeitgenössischen Quellen rekonstruieren. Ich kann schauen, was hat er für Briefe geschrieben, was hat er für Zeugnisse bekommen, wie ist er damals wahrgenommen worden. Im Falle der Widerstandskämpfer und insbesondere im Fall Klaus von Stauffenbergs ist der Großteil der Dokumente, auf die sich nach dem Krieg auch die Wissenschaftler berufen haben, Nachkriegsdokumente. Das sind anachronistische Dokumente, denen immer zugrunde liegt eine nachträgliche Interpretation und der Wunsch der Zeugen, selber dann sozusagen auf diese Weise ein bisschen mit in den Widerstand hineinzukommen. Ich habe eine kleine Zwischenfrage. Gibt es überhaupt noch Dokumente aus dem Umkreis von Stauffenberg? Ich habe immer gedacht und geglaubt, ja, bis ich Ihr Buch las, dass die Gestapo alles, was im Umfeld von Stauffenberg war, konfisziert, vernichtet, aber nicht archiviert hat, sodass wir eigentlich über die Zeit oder über das Jahr 1944 relativ wenig, wenn überhaupt, was wissen. Absolut richtig. Man muss natürlich auch noch hinzufügen, dass Verräter, als diese ja damals bezeichnet wurden, also Leute, die eine Verschwörung planen. Freisler, Sie Verräter! Genau, hat Freisler ganz laut immer wieder gerufen, dass diese Leute natürlich keine Dokumente hinterlassen. Die treffen sich im Wald, die sprechen noch nicht einmal am Telefon offen miteinander, sondern verabreden sich zu einem Spaziergang. Das ist das eine. Das zweite ist, dass in der Tat die Gestapo sehr viel vernichtet hat. Und das dritte ist, dass die Dokumente, die die Gestapo selber dann nach dem Attentat angefertigt hat, die sogenannten Kaltenbrunner Berichte, in denen sie versucht haben, den Ablauf und die Vorbereitung des Attentats zu rekonstruieren, natürlich unter ganz bestimmten Gesichtspunkten geschrieben wurden. Nämlich, sie haben versucht nachzuweisen, dass es ein kleiner Kreis war, und haben aber dann während der Verhöre und ihrer Ermittlungen im Sommer 1944 festgestellt, dass da doch wohl um die 200 Leute unmittelbar zum 20. Juli beigetragen. Also das ist das Erste, was man feststellen muss.
Es war nicht der kleine Kreis. Wie soll auch sonst so ein Attentat gelingen, wenn man hinterher ja ein neues Deutschland machen wollte mit der neuen Regierung? Also brauchte man. Es bleibt trotzdem klein, Herr Brinkmann, wenn Sie denken, 200 Leute, wie ich eben sagte, ja. Und es gab 17 Millionen Wehrmachtangehörige, dann können Sie das kaum noch in Prozenten ausdrücken, wie wenige das waren. Was ist jetzt das Neue an Ihrem Buch über Klaus von Stauffenberg? Sie sagen, man muss natürlich sein ganzes Leben betrachten. Das war doch sicherlich nicht einfach. Ich habe es ja eben schon gesagt, aus dem Jahr 44, die Gestapo, Sie haben es eben noch mal gesagt, hat vieles vernichtet. Aber sein Leben lässt sich ja konstruieren. Woher hat er sein Wissen gehabt, seine Betrachtung der Nationalsozialisten? War er, das ist ja ein Punkt, wo Sie angegriffen werden, war er früher ein Nationalsozialist? Hat er Hitler begrüßt? Also den Ausdruck Nationalsozialist im Zusammenhang mit Stauffenberg halte ich für kritisch. Er war kein Nazi in dem Sinne, wie wir heute, was wir heute unter Nazi verstehen. Er war national, und zwar extrem national. Und das deckte sich natürlich weitestgehend, jedenfalls in den ersten Jahren, sowohl mit den innenpolitischen als auch mit den außenpolitischen Zielvorstellungen des Regimes. Ich habe in meinem Buch versucht, drei Lebenswelten, drei Wirklichkeiten, drei Sozialisationen zu benennen, denen er sozusagen die Persönlichkeitswertung, wenn man das so sagen will, verdankt. Das ist einmal natürlich die Familie, die in den adligen Kreisen eine ganz große Rolle spielt. Die Familie ist sozusagen die Grundlage des eigenen Selbstbewusstseins. Seit Jahrhunderten ist man verankert in der Gesellschaft und man ist sozusagen der Mittelpunkt der Gesellschaft auf kleinen Dörfern, auf Landgütern. Das zweite und wesentliche Element für Stauffenberg ist die Sozialisation in der Reichswehr. Er wird mit 18 Jahren tritt er ein in die Reichswehr, wird dann 1930 Leutnant. Diese Reichswehr muss man sich vorstellen als einen auch sehr kleinen Laden. 100.000 Soldaten, mehr war den Deutschen nach dem Versailler Vertrag nicht zugestanden. Und von diesen 100.000 Leuten sind 4.000 Offiziere. Das ist absolut wenig. Sie dürfen keine schweren. Aber wieder ein elitärer Kreis. Absolut elitär. Wie er ja auch schon elitär gelebt hat. Absolut elitär. Passte ganz genau zu seiner Herkunft, wo eben auch in den Adelskreisen natürlich dieses Ich dien. Oberstes Prinzip ist, ich diene dem Staat, ich diene einem Gesamt. Und das dritte elitäre Element, das dann dazu kommt, ist die Zugehörigkeit zu dem Kreis des Dichters Stefan George, eines sehr elitär denkenden, in dieser Zeit damals sehr einflussreichen Mannes, der von einem neuen Europa unter deutscher Vorherrschaft träumte und zu diesem Zweck sich eine kleine Schar begabter, junger, gut aussehender Männer um sich versammelte, denen er durch seine Gedichte, er war in erster Linie ein Dichter, einbläute: Am Ende des Tages hängt die letzte Entscheidung von euch ab. Ihr müsst für das, was ihr glaubt, wovon ihr überzeugt seid, eintreten. Und das war sehr stark in der Zeit. Da gab es sehr viele in den 20er Jahren, sehr viele Richtungen dieser Art, sehr national bestimmte Gruppierungen, die eben gesagt haben, wir müssen dafür sorgen, dass die letzte Entscheidung, die letzte Schlacht des Abendlandes, sondern von uns entschieden wird. Weil wir sind die Elite. Wir sind die Elite. Der Elite-Gedanke ist sozusagen sowohl in der Welt des Adels, als auch in der Welt des Offizierkorps, als auch in der Welt Georges der zentrale Begriff. Sie werden ja wegen dieser Beziehung heftig attackiert von Ihren Kritikern. Warum eigentlich? Weil natürlich die militärische Komponente, die in meinem Buch die Hauptrolle spielt, ganz und gar nicht in das Bild eines Widerstandskämpfers passt. Das wurde ja schon nach dem Krieg alles wegmarginalisiert. Die Deutschen wollten nach dem Krieg aus guten Gründen von allem Militärischen nichts mehr wissen. Und dann hat man sich diese militärische Opposition sozusagen vorgestellt als eine Art verlängerten Arm der bürgerlichen Opposition und hat das alles in einen großen Topf geworfen und hat gesagt, die haben gehandelt, weil sie gegen das verbrecherische Regime waren. Und so hat sich das im Laufe der Jahrzehnte im bundesdeutschen Konsens herausgebildet. Und ich erinnere daran. Und gegen diesen Konsens haben Sie mit dem Buch verstoßen. Ich erinnere daran. Das ist die Kritik. Ich erinnere daran, dass der Grund für das Attentat kein anderer war als politisch-militärische Motive, nämlich die Einsicht, dass der Krieg für Deutschland verloren ist. Bevor diese Erkenntnis durchdringt, das ist im Sommer 1942, gibt es überhaupt kein,
keinen Nachweis, dass die Leute um Stauffenberg oder Stauffenberg selbst darüber nachgedacht hätten, Hitler zu beseitigen. Solange der Kerl siegte, war die Welt in Ordnung. Das muss man so sagen und das ist natürlich radikal. Aber man darf auch nicht vergessen, es gab andere Widerstandskreise schon vorher, 1939. Ja, Versuch, Hitler durch eine Bombe im Flugzeug umzubringen. Da war aber Stauffenberg nicht beteiligt. So ist das. Und das ist der Punkt. Und darüber reden wir gleich weiter mit Thomas Karloff. Er hat dieses neue Buch geschrieben und dieses Buch ist nicht unumstritten. Wir haben eben schon einen Punkt angesprochen, das Verhältnis zu Herrn George. Und deswegen werden Sie heftigst attackiert. Aber wir reden gleich weiter über die Person Klaus von Stauffenberg, der heute vor 75 Jahren einen Attentatsversuch auf Hitler machte und dafür am selben Abend in Berlin im Bendlerblock, da ist heute die Gedenkstätte, erschossen wurde. Bleiben Sie dran, bis gleich. Zurück in unserer Sendung Standort Berlin und wir reden heute über Klaus von Stauffenberg. Vor 75 Jahren auf den Tag genau hat Klaus von Stauffenberg versucht, in der Wolfschanze Adolf Hitler zu töten durch ein Attentat. Es ist misslungen und Klaus von Stauffenberg wurde am selben Abend nach seiner Rückkehr nach Berlin im Bendlerblock, im heutigen Bendlerblock, erschossen. Da ist er heute die Gedenkstätte. Und es gibt ein neues Buch, ich finde ein sehr gutes Buch, das nicht ganz unumstritten ist, von Thomas Karloff. Das heißt ganz einfach Stauffenberg, Porträt eines Attentäters. Wir haben eben schon gesprochen, woher Stauffenberg kam. Er war immer einer Elite zugehörig. Wann hat sich denn bei ihm der Gedanke entwickelt, ich muss diesen Führer, in Anführungsstrichen Adolf Hitler, beseitigen, um Unheil, weiteres Unheil von Deutschland abzuwenden? War das ein langer Prozess oder kam das ab einem bestimmten Punkt? Das setzt ein im Sommer 1942. Da war er in Afrika? Nein, da war er im Generalstab des Heeres in Vinica, also an der Ostfront. Und sieht aber die täglichen Berichte über die Verlustzahlen. Er arbeitet in der Organisationsabteilung und ist dafür zuständig, dass Nachschub an die Front kommt, vor allem Menschennachschub. Und sieht, es gibt gar keinen Menschennachschub. Wir haben nicht genug Leute, um das hier alles zu ersetzen. Und da fängt er an nachzudenken über die Bedingungen dieses Krieges und fragt sich als klassischer Offizier, was ist eigentlich das Ziel dieses Krieges? Was ist das Kriegsziel? Und gibt es eigentlich eine Chance, diesen Krieg von unserer Seite aus zu beenden, wenn wir ihn morgen beenden wollen? Und muss beide Fragen verneinen. Es gibt kein Kriegsziel und es gibt mit Hitler keine Möglichkeit mehr, einen Frieden zu schließen. Und auf diesem Wege kommt er dazu auch zu sehen, dass es ein verbrecherischer Krieg ist. Denn er fragt sich dann, was machen wir hier eigentlich in Russland? Und sieht, dass unglaublich viele Kriegsgefangene getötet werden, dass unglaublich viele Menschen tagtäglich erschossen werden, sieht, dass Millionen abtransportiert werden zur Zwangsarbeit nach Deutschland. Und all das bedenkt er im Sommer 1942 und sein Ergebnis ist, Hitler muss weg von der Spitze, da ist noch nicht vom Töten Hitlers die Rede, sondern er muss abdanken, zur Abdankung gezwungen werden, die Militärs müssen das Oberkommando übernehmen und dann müssen sofort Friedensverhandlungen eingeleitet werden. Und mit dieser Haltung wird er Anfang 1943 nach der Katastrophe von Stalingrad nach Nordafrika zum Afrikakorps versetzt, wird dort schwer verwundet. Da verliert er sein Auge. Verliert sein Auge, verliert einen Arm, verliert die zwei Finger der rechten Hand. Und in diesem Zustand der Genesung im Sommer 1943, also ein Jahr nachdem er angefangen hat, darüber kritisch nachzudenken, treten die Verschwörer an ihn heran und fragen, ob er in Berlin einen Job übernimmt im Generalstab des Heeresersatzamts. Und erzählen sie ihm auch sozusagen, dass sie selber mit Umsturzplanungen seit einiger Zeit befasst sind. Und er muss innerhalb von ganz wenigen Tagen sofort gesagt haben, ich stehe bereit und reißt dann innerhalb von wenigen Wochen die gesamte Führung der Planung an sich. Da ist doch jeder, der jetzt Ihre Geschichte so hört, der fragt sich doch, wer vertraute denn wem? Vertrauten die sich alle? So einfach war das doch nicht. Jeder musste doch damit rechnen, dass irgendeiner einem anderen eine Falle stellt. Das galt natürlich im Offizierkorps nicht. Das Offizierkorps war jedenfalls das Offizierkorps der Reichswehr, also das aus den Berufsoffizieren bestand, die schon vor 1933 gedient hatten. Das waren Leute, wo die Frage, dass man einen verpfeift, überhaupt nicht zur Debatte stand. Man hat mit jemandem geredet, hat gesagt, das heißt, das Wort der Ehre galt. Ehre.
Das wurde überhaupt nicht diskutiert. Also man musste keine Angst haben, dass man, wenn man sagte, der Führer muss weg oder wir müssen den doch umbringen, dass man am nächsten Tag die Gestapo im Haus hatte. Das war ein für die Gestapo im Grunde nicht zugänglicher Verein, die Wehrmacht. Das ist das. Deswegen also, haben Sie sich ja gewundert, 1944, dass Sie den Kreis nicht kannten. So ist es, so ist es. Ja, nun sprechen Sie aber miteinander. Ist da schon der Gedanke da, Hitler zu töten, oder ist es nur so, wie Sie gerade gesagt haben, Hitler zu beseitigen, nein, aus in dem, seinen Funktionen zu beseitigen? Aus dem Gedanken Stauffenbergs, den er Winter 42, 43 fasst und wo dann es heißt, wir müssen eine Militärdiktatur errichten, das Heer muss die Befehlsgewalt übernehmen. Und den Krieg beenden? Fragezeichen. Krieg beenden. Wird im Herbst 43 der Führer muss weg. Und das ist eine Idee, die von Tresco, dem Kopf des Widerstands, bis dahin der führende Kopf des Widerstands, gegen alle Widerstände durchgesetzt wird. Wenn wir den nicht beseitigen, haben die Soldaten ein Problem mit dem Eid. Denn man ist ja auf den Führer vereidigt. Und nur wenn der Führer tot ist, können wir das Heer, die Soldaten, die Offiziere so weit bringen, zu sagen, dann ist halt eine neue Führung jetzt da. Aber nur ein toter Hitler ist die Garantie dafür, dass die Sache gelingt. Aber warum dauert es denn so lange? Es gab ja viele Versuche, viele Überlegungen, Hitler zu beseitigen. Viele sind ja gescheitert, weil die Technik nicht funktioniert hat. Das sind einige Geschichten, die, wenn man sie unter die Lupe nimmt, sich als etwas weniger spannend erweisen. Da war viel Absicht, da war viel Planung. Aber ob dann tatsächlich die verschiedenen Attentate, die in der Literatur überliefert werden, auch bis zum Schluss dann tatsächlich durchgeführt werden sollten, da ist ein großes Fragezeichen anzubringen. Aber es stimmt, zwischen dem, wenn man jetzt nur mal vom Sommer 43 ausgeht, wo Stauffenberg angesprochen wird, bis zum Sommer 44, wo das Attentat stattfindet, dann muss man schon sagen, das ist eine ziemlich lange Strecke. Und in dieser Strecke gibt es sehr wenig nachweisbare Versuche. Das liegt zum einen daran, dass natürlich die Gelegenheit, an Hitler heranzukommen, nicht so häufig kam. Und das Zweite ist aber auch, dass diejenigen, die dann die Gelegenheit hatten, zum Beispiel der Generalmajor Stief, im letzten Moment versagten, weil ihnen die Nerven versagten. Und dann fanden sie im allerletzten Moment eine Ausrede, zu sagen, der Himmler ist nicht dabei, der Göring ist nicht dabei, da werden zu viele Leute mit in den Tod gerissen. Im allerletzten Moment gab es immer ein Argument, die Sache nicht zu machen. Und das veranlasst Stauffenberg, am 7. Juli, so spät, zu sagen, jetzt mache ich es selber. Aber er zwei war bis doch, drei Wochen vorher. Er war doch gehandicapt im großen Maße. Er konnte die Bombe, die sie gebaut haben, in der Aktentasche, die er unter den Tisch stellen sollte, da wo Hitler stand, mit seinen Helfershelfern, 20 Leute waren, glaube ich, in den Raum. Ja, mit drei Fingern oder mit zwei Restfingern konnte er die nur schwer bedienen. Deswegen zündete er auch nur eine Bombe. Das hat er doch alles gewusst. Das heißt, um sicher zu gehen, dass Hitler getötet werden musste, musste er doch auch sicher gehen, dass seine zwei Finger die entscheidenden Knöpfe fanden. Das taten sie aber nicht. Und er war nicht ausgebildet als Pionier. Er wusste gar nicht, wie man Bomben scharf macht. Wenn er das gewusst hätte, hätte er die zweite Sprengladung, deren Zünder er nicht mehr scharf machen konnte, weil die Zeit fehlte, mit in die Tasche getan. Dann wäre keiner der Personen in der Baracke am Leben geblieben. Das wusste er auch nicht. Aber, und das ist natürlich, wenn ich das noch hinzufügen darf, das ist natürlich das große Handicap des 20. Juli, dass der das Attentat ausführt im fernen Ostpreußen, erstmal über zwei Stunden zurückfliegen muss nach Berlin, um dann hier den Putsch, den anschließenden Umsturz zu organisieren. Dass es ein und dieselbe Person ist, ist natürlich für eine solche Planung völlig grotesk. Aber es blieb niemand übrig. Als er am 7. Juli erfährt, dass Stief wieder versagt hat, redet er mit Beck, dem Chef der militärischen Verschwörung, und sagt, beim nächsten Mal muss ich es selber machen, egal was um mich herum passiert und wie die Meinung in Berlin ist. Beck erschießt sich dann im Abend. Beck erbittet sich, am Bendlerblock. Erbittet sich Freiheit, sich selber erschießen zu dürfen, statt erschossen zu werden. Was misslingt, woraufhin er dann doch einen Gnadenschuss bekommt. Eines hat mich immer beschäftigt und nehme an, Sie zu Hause auch. Warum wollte er denn unbedingt nach Berlin zurück? Wäre es nicht besser gewesen? Er hätte gedacht, ich bleibe da und sehe zu, dass mit meiner Gegenwart die Bomben so funktionieren, dass wir dann alle in die Luft fliegen. Ich bin zwar nicht mehr da, aber Hitler ist auch nicht mehr da. Warum wollte er unbedingt zurück nach Berlin?
Ja, weil das Attentat ja nur die erste Hälfte des Umsturzes war. Das Attentat ja, ist sozusagen die, das Wichtigste. Ohne Attentat konnte gar kein Umsturz stattfinden. Nur ein toter Hitler schafft die Möglichkeit eines Staatsstreichs. Aber der Staatsstreich war eben auch von Stauffenberg geplant. Er wusste, er hatte monatelang vorbereitet, welche Truppen von wo nach wo sich bewegen, wo die Vertrauensleute sitzen, die sofort die Truppen in Marsch setzen. Das war alles an seinem Tisch ausgedacht und geplant worden. Und er dachte nicht an eine symbolische Handlung, wie das dann nach dem Krieg auch zu lesen war. Die wollten mit dem 20. Juli ein Symbol schaffen. Die wollten den Staatsstreich, das heißt, sie wollten eine andere Regierung, um Deutschland einigermaßen heil aus diesem Krieg herauszubringen. Und deshalb war das Attentat nur die erste Hälfte. Und die ist misslungen, woraufhin die zweite Hälfte des Tages, nämlich der geplante Umsturz, eben auch misslang. Ist es denn, was heute diskutiert wird und auch letzte Woche in den Sonntagszeitungen groß und natürlich diese ganze Woche mit Hinblick auf den heutigen Tag, den 20. Juli, ist es denn absolut richtig, dass Stauffenberg heute als ein wirklich Rechter, ist jetzt politisch falsch gesagt, war er der richtige Mann, zwar am richtigen Platz, oder war er der richtige Mann und der Platz war nicht richtig? Also unter rein verschwörerischen Gesichtspunkten, unter technischen Gesichtspunkten war er natürlich nicht der richtige Mann. Erstens, Sie haben es angesprochen, aufgrund seiner Behinderung und zweitens und vor allem aufgrund der Tatsache, dass er sowohl das Attentat ausführen als auch anschließend mit einem zweistündigen Flug dazwischen das Attentat, das den Umsturz von Berlin aus organisieren musste. Das waren beides die schlechtesten Voraussetzungen überhaupt. Aber wenn es niemanden anderen gibt, und das war die Situation Anfang Juli 1944, dann konnte er nur sagen, dann muss ich es eben selber machen und alles andere wird sich finden. Warum werden Sie so attackiert wegen dieses Buches, vor allen Dingen aus der Familie? Aus adligen Kreisen weht mir viel Widerstand entgegen, weil man erstens findet, ich würde ihn herauslösen aus der Gruppe der Widerstandskämpfer, was ich auch tue, aber es ist eben eine Biografie, ich nenne es ja auch Porträt, also sozusagen eine kleine Biografie mit dem Versuch rauszukriegen, was ihn eigentlich umgetrieben hat. Und da komme ich auf die Welt, aus der er kommt, die adlige Welt, die Welt Georges, die Welt des Offizierkorps. Und all das hat aber nichts mit dem zu tun, wie Stauffenberg heute in der Gesellschaft wahrgenommen wird, als Vorbild für eine aufrechte Haltung, die letzten Endes daraus resultierte, dass er Hitler einen verbrecherischen Mann und das Regime ein verbrecherisches Regime fand. Das spielte aber in seinen Überlegungen, wenn überhaupt, nur eine sehr marginale Rolle. Es passt aber nicht in die Gedenkkultur der Bundesrepublik, wo diese Widerstandskämpfer alle als weiße Ritter gehandelt werden. Also denken wir darüber nach. Wir sind leider am Ende dieser Sendung und dieses Buch regt zum Anregen, zum Nachdenken an, zum Anregen. Es regt an. Thomas Karloff, Porträt eines Attentäters, Stauffenberg. Heute vor 75 Jahren ist das Attentat auf Hitler misslungen, durch Oberst Graf von Stauffenberg ausgeführt. Dennoch, es ist ein Tag des Nachdenkens und wenn wir angeregt werden durch dieses Buch, schadet es auch nicht. Der 20. Juli ist ein wichtiges Datum in der deutschen Geschichte. Vielen Dank, dass Sie da waren, Thomas Karloff. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns wieder nächste Woche, Samstag, wie immer, 18.15 Uhr, Standort Berlin. Bis dahin, danke und tschüss.